Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maywald in Kamen. Heute präsentiere ich euch diesen nagelneuen, funkelnigelnagelneuen Steinway B211 Flügel, der uns heute Morgen per Spedition zugestellt worden ist. Es gibt zahlreiche Neuerungen an diesem Flügel und was das genau ist, das erzähle ich euch nach diesem Intro. So, da bin ich wieder und erzähle euch hier etwas über die Details dieses nagelneuen, funkelnigelnagelneuen Stein-WB-Flügels, der heute Morgen angekommen ist. Und hier geht es in erster Linie um Details, die inzwischen entstandenen Unterschiede zwischen amerikanischen und deutschen Steinways ein wenig egalisieren oder sogar tatsächlich am Ende ganz egalisieren. Und wir beginnen mit dem Notenpult. Wir sehen hier das Notenpult. Die Notenpultteller in Deutschland hatten früher eine solche Ausbuchtung, sind jetzt leicht nach innen angefasst. Das entspricht dem amerikanischen Notenpult, genauso wie das Design des Notenpultblattes. Des Weiteren haben wir am kompletten Flügel messingmatte Beschläge nun. Das entspricht auch dem amerikanischen Steinway-Flügel, sowie für die Flügel nur noch ein zweiteiliges einen zweiteiligen Deckelaufsteller. Hier ist es so, bei den Flügeln aus der Hamburger Produktion gab es früher noch einen dritten, ganz, ganz kurzen Deckelaufsteller hier in der Mitte. Viele Klavierstimmer haben scherzhaft gesagt, das ist zum Aufhängen der Jacke des Klavierstimmers. Das entfällt auch. Das Design hier entspricht ebenfalls der amerikanischen Deckelstütze. Jetzt gehe ich noch mal ein Stückchen hier zurück. Jetzt haben wir hier im Gussrahmen, waren früher bei den Hamburger Flügeln alle Schrauben hier ebenfalls goldfarben lackiert. Das ist jetzt auch weg. Also ab jetzt oder schon seit einiger Zeit werden im Kopffeld der Gussplatte nur noch verchromte Schrauben verwendet. Eine weitere Änderung, die dem Artenschutz geschuldet ist, sehen wir hier. Also die neuen Dämpferköpfe sind hauptsächlich aus Ahorn, nicht mehr aus Bubinga, da Bubinga zu einem artengeschützten Holz gehört. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Detail, das ich ziemlich fantastisch finde. Es ist wirklich nur eine Kleinigkeit. Früher wurden die Schlösser sowohl am Kämpfer als auch hier am Flügel vor dem Polyester beschichten aufgeschraubt und wurden dann quasi mit dem Polyester zulackiert, geschliffen, überpoliert und waren somit fest mit dem Flügel verbunden. Da es sich bei dem Schloss um ein mechanisches Metallteil handelt, war es öfter so, dass es einfach passieren konnte, dass die Schlösser mal angefangen haben zu rappeln. Wir hatten das mal bei einem Flügel einer anderen Marke und dort war es zusätzlich noch so, dass in dem Kämpfer von unten gar kein Loch drin war, sodass man überhaupt keinen Service vornehmen konnte. Dann kann man so ein Schloss wirklich nur mit einem Tesafilm festkleben, dann sind die Geräusche meist weg. Und in diesem Fall ist Steinway dazu übergegangen und hat um das Schloss herum eine kleine Messingschale. Wenn man ganz nah dran geht, kann man das sehen. Eine kleine Messingschale eingelassen. Die wird in das Polyester lackiert und das eigentliche Schloss lässt sich anschließend herausnehmen, reparieren, austauschen, ohne Probleme, ohne Polyesterschäden, ohne alles. Finde ich persönlich aus klavierbauerischer Sicht wirklich mal eine clevere Idee. So, jetzt gehen wir weiter zu den Beinen. Bei den Beinen sehen wir ebenfalls, die sind etwas schlanker geworden. Die Stulpe unten ist etwas breiter.
Das Bein sieht ein bisschen eleganter aus und ebenfalls ist das Kapitell des Beines nun hier oben abgerundet. Bei der Hamburger Ausgabe war das eckig, also das hat Hamburg auch übernommen. Und aus allen Flügeln, ich glaube im B-Flügel war es sowieso nicht drin, in C- und D-Flügel, ich gehe mal wieder hier rüber, sind ebenfalls diese Knöpfe, diese Extra-Knöpfe zum Öffnen und Verschieben des Deckels endgültig verschwunden. Ja, das ist es im Prinzip soweit. Ergänzend dazu wäre dann noch zu sagen, dass die Amerikaner, sprich das Werk New York, inzwischen auch von ihrer seidenmatt glänzenden Nitro-Oberfläche zum Hochglanz-Polyester übergegangen ist. Und ebenfalls vorne, die hatten immer eckige Backen vorne, die sind jetzt ebenfalls bei allen neuen Flügeln abgerundet. Auch die Tastenklappen sind abgerundet. Also haben sich optisch komplett aneinander angeglichen. Was noch zu erwähnen ist, dass die Pedale der Lyra glänzend geblieben sind, weil es dort einfach so ist, dass durch das Treten der Pedale bei matten Pedalen immer ein glänzender Punkt entstanden ist. Das haben wir hierbei nicht. Also es bleiben die glänzenden Pedale aufgrund der Nutzung. Hier sehen wir jetzt noch kleine Doppellenkrollen. Das ist für die zukünftige professionelle Nutzung des Flügels. Als auch hier eine originale Steinway & Sons Hydraulik Klavierbank. Man sieht es ihr quasi nicht an. Man denkt, es wäre ein Drehgestänge. Aber wenn man dann hier sieht man, wie sich das Ganze hydraulisch perfekt bewegt. So, dieser Flügel wird Anfang der nächsten Woche ausgeliefert an seinen neuen Besitzer, dem wir viel Freude mit dem Instrument wünschen. Ebenfalls in diesem Kauf enthalten sind eine spezielle Transportpritsche der Firma Steinway & Sons, die es möglich macht, die Pritsche an dem Flügel zu befestigen, sprich das Transportgestell so zu befestigen, dass man das Bein erstmal, das linke Bein, noch nicht abnehmen muss. Und dann gibt es zusätzlich noch eine Schutzdecke für diesen Flügel, die tatsächlich übergestülpt wird, wenn der Flügel ohne Beine und Lyra hochkant auf diesem sogenannten Transportschlitten steht und damit quasi komplett rundherum transportfertig verhüllt ist. Fantastischer Flügel, fantastisches Instrument, nagelneu. Die Details habt ihr jetzt. Sie beschränken sich im Wesentlichen auf das Gehäuse, muss man einfach so sagen. Aber trotzdem eine gelungene Transformation, um die New Yorker und Hamburger Flügel wieder enger zusammenzubringen. Ich weiß nicht, ob ihr es alle schon mitbekommen habt. Die Firma Steinway hat nun auch die Mechanikfirma Renner gekauft und übernommen. Und so werden in Zukunft alle Steinways sowohl hier als auch in Amerika mit Renner Mechanik-Ersatzteilen beliefert werden. Also auch ein Schritt in Richtung der Erhaltung der höchstmöglichen Qualität. Also Steinway ist der einzige Lieferant auf der Welt, der nicht globalisiert hat. Dort werden keine günstigen Teile eingebaut, um Margen zu verbessern, sondern Steinway verbaut nur die besten Materialien, die man in der Welt für Geld kaufen kann. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns 1, 2, 3 Daumen nach oben. Gebt uns euer Abo oder nein, wir geben euch unser Abo. Verpasst nie was und wünschen euch viel Spaß. Für alle Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung unter der 02307 12125. Tschüss, euer André Maywald.